Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Ich zeige euch noch schnell die vergangene Woche. Schön, das ist die aktuelle Woche oder die jetzt dekoriert werden soll. Das ist die letzte Woche mit Etikett. Ich finde sie immer noch total toll. Sie ist so ein bisschen pastellbunt geworden. Ich finde sie total niedlich. Das passende Türschild, was ich euch im Hall gezeigt habe, hängt jetzt an meiner Arbeitszimmertür. Und schaut finster rein. Ich finde es total grandios. Kommen wir zu dieser Woche, damit das Video nicht ewig lang wird. Es ist auch schon recht spät und ich habe keine Lust, da noch so ewig dran rumzuschneiden. Deswegen, was das ist, kann ich euch gerne mal in einem gesonderten Video erzählen, wenn ihr mögt. Und zwar soll es in... Ist es falsch rum? So rum. In dieser Wochendekoration soll es um einen Film gehen, um eine Buchverfilmung. Es ist aber eher ein bisschen nach für Kinder. Und zwar Der kleine Prinz. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ich habe ihn mir jetzt erst gekauft, weil ich von dem Buch so viel gehört habe. Ich meine, es ist ein Kinderbuch, aber ich habe von dem Buch so viel gehört und dann habe ich den Film gesehen und dann dachte mir, den nimmst du jetzt mit. Okay, es ist jetzt natürlich nicht die blanke Buchverfilmung, aber... Das Buch ist Teil des Films und ich fand die Geschichte an sich sehr, sehr niedlich. Und ich habe mir vor einer Weile auch ein Der kleine Prinz-Tape gekauft bei AliExpress, glaube ich. Und da habe ich mir gedacht, jetzt kann ich doch mal eine super Wochendeko draus machen. Das Tape schaut übrigens so aus, also das ist so ein Galaxy-Tape mit den Figuren und so kleinen, ja, Szenen sind es nicht, aber so Elemente aus dem Film. Das will ich auf jeden Fall verwenden. Und dann habe ich mir da noch so ein buntes Galaxy-Tape zurechtgelegt. Ich dachte mir, das passt vielleicht auch noch ganz gut dazu. Das schaut dann so aus. Das ist ein bisschen farbenfroher, weil ich wollte eigentlich noch nicht in die düstere Richtung gehen. Das kommt dann erst wieder so im Herbst, Winter, glaube ich. Und dann habe ich mir ein ganz einfaches grünes mit weißen Punkten zurechtgelegt, weil die Sticker, die ich mir gemacht habe, ich habe Gott sei Dank noch einen Stickerbogen gefunden, und das hat auch gleich geklappt, Gott sei Dank. Die Sticker, die ich mir zurechtgelegt habe, die sind alle sehr bunt. Und da ist auch grün ein großer Bestandteil mit. Und ich habe ein paar Stempel habe ich mir auch noch hingelegt. Gucken wir mal, wie das im Endeffekt dann tatsächlich wird. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Wir fangen mit dem Tape direkt an. Jetzt muss ich mal gucken, ob das überhaupt noch richtig klebt, aber... Ja, ich schau mal. Vielleicht reicht es ja noch. Ansonsten ist ja nicht so, dass da nichts mehr drauf wäre auf der Rolle. Noch nie verwendetes Tape, nur mal so. Auch woanders nicht. Und zwar lasse ich das jetzt einfach mal da. Nein, das ist nichts. Zwei Seiten gleichzeitig bekleben, ist nicht meine Paradedisziplin. So, das lasse ich definitiv alleine da oben stehen, mehr bedarf es nicht. Und dann habe ich ja noch dieses Galaxy in Grün. Ich glaube, das werde ich eher unten hinsetzen als an die Seite, denn ich habe mir einen Sticker überlegt, der auf die Seite passt und auch hier unten da so ziemlich lang geht. Und wenn ich da jetzt hier was langlaufen lasse, dann passt das überhaupt nicht. So, die nehmen wir jetzt mal auseinander hier, damit ich das gerade kleben kann. Wenigstens am unteren Rand. Ich bin übrigens auf der Suche nach einer neuen Schneidematte. Also wer da irgendwie jemanden einen Tipp für mich hat, ich habe schon lange ein Auge auf diese TK Maxx Schneidematte. Das ist so eine türkise Treefold, glaube ich, heißt das Ding. Also so eine, die man so zusammenklappen kann. Die ist auch magnetisch. Auf die habe ich schon lange ein Auge geworfen. Aber dadurch, dass wir keinen TK Maxx haben und ich das bei weder eBay Kleinanzeigen noch bei eBay selber noch bei Amazon noch in diversen Facebook-Gruppen irgendwie entdeckt habe, hechle ich der aber noch sehr lange oder schon sehr lange hinterher, ohne irgendwie Erfolg gehabt zu haben. So. Hier ist so ein kleiner Fehler im Tape. Das
deswegen muss das ein bisschen weiter rüber ansetzen. So, ich meine auch schon. Das kann man auch zur Seite legen. So. Das war es erstmal für Washi-Tape. Also mehr wollte ich da jetzt erstmal noch gar nicht hinkleben. Stürzen wir uns mal direkt auf die Sticker. Und zwar fand ich den hier so toll und der soll der Hauptakteur meiner rechten Seite werden. Deswegen kleben wir den auch direkt hin. Und das passt hier auch wunderbar mit der Farbe von dem Washi und hier von dem von seinem Planeten mit seiner Blume drauf. So, jetzt hoffen wir, dass wir das gerade hinkriegen. Ich drehe mir das mal ein bisschen. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann habe ich mir natürlich noch hier so ein paar Sterne und einen Mond und so. Oder ist eine Sonne? Sonne, Mond, irgendwie sowas ausgedruckt. Das werde ich jetzt auch noch einmal wild hinkleben. Also nicht mit der Deko an sich, sondern mit dem Bekleben von der Seite. Mehr werde ich da definitiv nicht machen, sonst wird mir das Ganze nämlich ein bisschen zu voll. Ich habe mir noch ein paar andere Sticker mir rausgelassen. Und zwar diese Bäume, die da auf seinem Planeten wuchern. Aber ich glaube, das passt nicht so ganz, weil ich habe gerade gesehen, dass der Prinz hier dunkle Haare hat. Und er ist nun mal blond. Also das werde ich nicht. Und ich glaube, das wird auch im Gesamten einfach ein bisschen zu groß. Ich fand diese Szene hier aus dem Film, also man sieht es auch hier vorne, es ist natürlich ein bisschen anders, aber vom Gesamten her sitzen die da auf einer Wiese, sein Fuchs und er. Und die will ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Dann die Blume vielleicht an sich und den kleinen Prinzen. Ja, an sich auch nochmal, den finde ich nämlich auch ganz toll. Aber fangen wir mal mit dem hier an. Und dann nehme ich die kleinere Variante, weil ich glaube, das große würde sonst viel zu sehr erschlagen. So. Den klebe ich jetzt einfach da oben rein. Der passt genau auf die Breite vom Montag. Das finde ich sehr, sehr toll. Der kleine Prinz selber. Ja, so. Der darf weiter unten Einzug halten. So. Jetzt könnte ich noch seine geliebte Rose. Solltet ihr ein Rumpeln hören, das kommt von den Nachbarn. Da müssen, glaube ich, gerade die Kinder ins Bett. Und da wird gerade ein bisschen Krach gemacht. Oh, die andere Hälfte vom Planeten ist nicht mehr abgegangen. Wenn ich es jetzt hier so hinklebe, dann muss ich es auch nicht, aber das ist ja dann doof, oder?
Schauen wir mal, ob ich das noch abkriege. Ob ich das noch angeklebt bekomme. So, ab ist es. Jetzt müsste ich nur noch in einem guten Bogen hingeklebt kriegen. So, das ist, glaube ich, in Ordnung. So. Ich glaube, mehr würde ich gar nicht machen, weil sonst wird mir das, glaube ich, im Gesamten einfach ein bisschen zu voll. Ich habe keine Sterne mehr zum Verkleben. Die sind alle auf der Seite hier. Und ja, also ich lasse das jetzt einfach so. Ich werde das jetzt hier noch abschneiden, die Ecken abrunden und dann sehen wir uns gleich wieder, beziehungsweise vielleicht lasse ich es aus dem Schnelldurchlauf. Mal gucken. So schaut das Ganze jetzt im Planer aus. Ich finde es absolut gelungen. Muss ich mich selber mal loben. Ich finde sie wirklich wunderschön. Mir gefällt das hier drüben mit dem Planeten und seiner Blume, seiner Rose, wo er da steht. Das finde ich einfach wahnsinnig schön in der Kombination mit diesem sehr bunten Galaxy-Tape hier unten. Und auch da oben dieses kleine Prinz-Tape. Ich finde die Woche an sich, da hat sich Washi-Tape hinverirrt. Ich finde die Woche an sich wirklich sehr, sehr süß. Ich glaube, ich werde sehr viel Freude daran haben und meinen Planer in dieser Woche sehr oft rausholen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch gefällt die Woche genauso gut wie mir. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.